Hallo und herzlich willkommen bei Schnell, Gut und Günstig. Heute machen wir einen frischen Radieschensalat. Dafür zupfen wir zunächst einmal die Radieschen vom Strauch ab und waschen alle Zutaten, die Radieschen, den Apfel und die Frühlingszwiebeln. Dann schneiden wir die Frühlingszwiebeln in kleine Ringe und geben diese in die Schüssel. Bei den Radieschen schneiden wir die Enden ab und schneiden diese dann in kleine Stücke. Auch diese geben wir dann in die Schüssel hinein. Folgend schälen wir dann einen Apfel ab und reiben diesen direkt in die Schüssel. Dadurch, dass wir den Apfel direkt in die Schüssel reinreiben, läuft auch der Apfelsaft mit in die Schüssel hinein. Das Ganze dann gut vermengen und die Petersilie darüber geben. Für das Dressing nehmen wir Kräuteressig, etwas Öl, etwas Zucker, Pfeffer und ein bisschen Salz. Das Ganze dann darüber geben, gut vermengen und etwas ziehen lassen. Und fertig ist ein frischer Radieschensalat für den Frühling. Ich wünsche euch guten Appetit und wir sehen uns im nächsten Video wieder.